So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Classic, und zwar zu World's Scariest Police Chases, und viel Spaß mit dem Intro. Es ist übrigens ein Spiel zur gleichnamigen Serie, falls jemand die Serie aus den 90er kennt. Due to the graphic nature of this game, player discretion is advised. World's Scariest Police Chases, und man könnte ehrlich gesagt sagen, dass es eins der längsten Spielnamen ist. Ja, wir machen auf jeden Fall Free Patrol, nichts Story-Technisches wie letztes Mal. Nehmen 3 Uhr nachmittags und im klares Wetter. Und ich weiß noch nicht, ob es heute das letzte Let's Classics ist, was ich aufnehme. Es kann sein, dass ich vielleicht danach noch eine Folge Moon 2 aufnehme. Weil irgendwie muss ich die fehlende Folge von 007 Racing noch wieder reinkriegen hin. Werden wir mal sehen, wie ich das machen werde. So, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir hier das schwarze Auto, der Dodge, der Cadillac, der. Also aus dem Ford oder der Ford. Fangen wir an mit wisst ihr was, ich stehe ja so auf Undercover Bullen, also nehmen wir mal den hier. Und wir haben ja auch eine Sirene. Wir haben hier übrigens auch Waffen. Ich muss nur, genau, so schießt man damit. Man kann damit auch zielen irgendwie. Aber hauptsächlich werden damit Autos von Kriminellen automatisch anvisiert, damit man sie zum Stehen kriegt. Versuchen jetzt den Kollegen da hinten auch zu kriegen. Können ja aber auch einfach nur frei durch die Welt rumfahren, also wir müssen jetzt nicht unbedingt Kriminelle verfolgen. So. So, da haben wir ihn auch schon. Wir können ja auch ein paar Stansch machen. Oh. Die ganze Stadt hier erinnert ein bisschen an New York, muss ich echt sagen. Boah, Alter, ist das lange her. Man schaltet hier später auch noch stärkere Waffen frei, die kann man auch per Sheets freischalten, und die Sheets habe ich momentan nicht. Boah, ich hasse es, wenn die durch den Park fahren. So. Ich hab ein Gefühl. Ah, ich dachte, da kommt eine Mauer, ey. Das wäre es jetzt noch gewesen. Das ist noch eine Straße reingezeigt schon. Meine Fräse durch. Also, ich kann euch mal. Ego-Perspektive. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie groß die Map hier eigentlich ist. Also, sie ist nicht gerade klein. Hier oben ist der Flughafen. Hier unten ist das Industriegebiet. Hier, wo dieses große Quadrat da unten ist, da ist das Polizeirevier. Also die Map ist nicht gerade klein. Es gab auch... Da kann ich jetzt mal versuchen hinzufahren. Obwohl, nee, da fahre ich jetzt mal nicht hin. Wir machen hier einfach mal ein bisschen Free Roam. Gucken wir einfach mal, wo wir hinfahren. Unser Auto ist fast im Arsch. Wir können gleich schon wieder neu anfahren.
What the hell is this shitting? Warte mal, hier fahre ich mal kurz über den Hof. So. Jetzt haben wir nämlich die Kirche freigeschaltet. Den können wir jetzt auch als Startpunkt auswählen. Ich weiß nämlich noch so ungefähr die Startpunkte alle aus dem Kopf. So ungefähr dünn. Für jungen Gefährten weiß ich die noch. Da oben fährt er auch schon wieder. Ich hasse Kriminelle! Krieg dich! Man kann das Spiel übrigens auch zu zweit spielen. Da schießt dann einer und einer fährt. Ja, klar. Erstmal schön automatisch den Krankenwagen anvisieren. Geil. Polizei, helfe in der Not, ey. Try again, ey. Mann, ey. No, this shit. Man merkt, ich bin in dem Spiel der beste Autofahrer ever. Ich kann ja auch mal einfach so mal ein bisschen Streife durch die Gegend fahren. So, den haben wir jetzt zum Beispiel gestoppt, obwohl wir gar nichts, obwohl der schon ziemlich weit von uns weg war. Boah, ich habe das Spiel damals geliebt wie sonst nichts. Hier in dem Story-Modus gibt es sogar später Missionen, da musst du mit einem Raketenwerfer einen Panzer auseinandernehmen. Weil es Terroristen sind. Alter, ich hab das Spiel geliebt. Das war so eins meiner ersten 3D-Ballerspiele. Folgen wir jetzt mal nicht. Wir fahren jetzt mal hier Richtung Staudamm. So, naja, Staudamm eher weniger, eher Abwasserkanal. Hier ist dann sowas LA-artiges. Was ich nicht verstehe, ist, laut der Karte führt der Tunnel, durch den wir gerade gefahren sind, hier drüber, aber hier drüber sieht man nichts. Komisch. Komische Logik. Taxi! Jetzt fahren wir beide schwarz und wir mochten uns. Hihi. So, jetzt fahre ich gleich mal nach links, dann schalten wir auch noch einen neuen Startpunkt frei. Jetzt hört man gleich darauf, was er sagt. Oder was sieht er? Mmm, Donuts. Oh, lecker Schmecker. Ich hätte jetzt auch gerne einen Donut. Das Geile ist, der visiert immer automatisch parkende Autos an oder Autos von Kollegen. Also Polizei und so, Krankenwagen und so ein Scheiß. Das ist ein bisschen doof. Was ich cool finde, ist, dass das Spiel von Fox ist, also war so ein offizielles Serienspiel zu World Scarers Police Chases. Auch eine sehr geile Serie aus den 90er, sehr geile Polizeiserie. Muss man sich mal reinziehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Mir gefällt es. Mir gefällt es. Super, super Serie. So, jetzt fahren wir hier mal ins Parkhaus. Weil bei dem Parkhaus gibt es manchmal so einen Bug. Man fährt rein und man kommt dann raus. Und es regnet auch einmal. Aber nee, diesmal regnet es nicht. Ein Wunder. Hier sind wir jetzt im reichen Viertel, wie man gut sehen kann.